Liebe Freunde, stimmen Sie mir auch zu, wenn ich sage, wir müssen einfach mehr für unsere Fachkräfte tun. Einfach deutlich mehr. Sie müssen sich ja wohlfühlen, denen muss es gut gehen. Wir müssen sie finanziell betreuen, mit schönen Wohnungen, eventuell auch noch mit Psychotherapie, weil sie ja so vieles Schlimmes erlitten haben. Ja, wir Deutschen sind in der Schuld zu geben. Das sagen jedenfalls die öffentlich-rechtlichen Medien. Sie wollen mehr wissen? Jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, meine eben gemachte Einführung ist schon sehr bemerkenswert. Stellen Sie mal vor, Sie gehen nach Saudi-Arabien zum Beispiel oder nach Dubai und sagen, hört mal zu, Freunde, ich bin zu euch gekommen, ich habe keine Papiere, keine Ausweise, ich habe nichts gelernt, ich kann nichts, ich möchte von euch Kohle. Und wenn ich mal ein kleines Verbrechen bei euch begehe, mal jemanden piekse mit einem kleinen Messerchen oder einem Gäbelchen, dann müsst ihr mir natürlich einen Psychotherapeuten zur Seite stellen, damit ich das alles viel besser verarbeiten kann und auch in Zukunft zu euch freundlich bin. Sie meinen, das ist ein Scherz? Nee, ist es nicht. Gucken Sie mal. Apollo News. Die Journalistin Franziska Clemens war am Sonntag zu Gast im ARD-Presseclub. Dort hat sie jede Menge bemerkenswerte Sachen verbreitet, dass die Kriminalstatistik alles so nicht stimmt und nach die Frage nach der Herkunft der Straftäter sei demnach auch nicht relevant, bla bla bla. Konkret erklärte sie, Tatverdächtige und Kriminelle generell völlig herkunftsunabhängig sind überproportional häufig junge Männer. Dass in der Kriminalstatistik einige Nationen besonders schlecht abschneiden, hätte viel mit statistischen Fehlern zu tun, jetzt wissen Sie es, mit statistischen Fehlern. Sie würden etwa gerade aus dem Nahen Osten insbesondere junge Männer einwandern, was die wahrgenommene Kriminalität verzerren würde. Was ist denn das für ein Schwurbelsatz? Es ist mir doch komplett Wurst, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist, was mir das Messerchen zeigt und mich damit piekst. Das spielt doch gar keine Rolle. Wir wollen doch Gleichberechtigung. Und dann wird weiter ausgeführt, ja, wenn aus manchen Ländern besonders häufig junge Männer herkommen, dann haben wir logischerweise keine in der Proportion stimmende Statistik. Bei den Flüchtlingen aus der Ukraine sei es anders, weil dann in erster Linie Frauen und Kinder kommen. Liebe Freunde, hat die schon mal daran gedacht, dass es ein kulturelles Problem sein könnte? Anscheinend nicht. Und jetzt kommt's. Sagt sie. Ich wage zu behaupten, wenn ich diese Menschen, also unsere arabischen Freunde, in halbwegs menschenwürdige Wohnungen setzen würde, mit Anschluss zum Arbeitsmarkt und einmal die Woche zum Therapeuten gehen lasse, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass es zu solchen Ausschreitungen mit Messern seltener käme. Also mir fehlen die Worte. Ich denke, die armen, armen Kerlchen kommen aus furchtbaren Kriegsgebieten, wo sie keine Stunde auch nur ein bisschen Schlaf finden, wo die Granaten links und rechts neben ihnen einschlagen, wo alles ganz, ganz furchtbar ist. Und dann sollten sie doch froh sein, egal wie sie untergekommen sind, wenn sie auch nur irgendwo wohnen, selbst in der schlimmsten, miefigen Einzimmerwohnung. Ich selber aber als Student bei einer alten Oma gewohnt, in einem uralten, oder in einem Einzimmer mit uralten Möbeln. Die waren wahrscheinlich schon Möbel von vor dem Ersten Weltkrieg. Ich hatte noch nicht mal warm Wasser damals, nichts. Und Braten in der Küche durfte ich auch nicht, die durfte ich mitbenutzen. Aber es ging noch kochen. Ich habe damals also wirklich nach den heutigen Maßstäben unter menschenunwürdigen Wohnungen, in einer menschenunwürdigen Wohnung gelebt. Und nun will man angeblichen Flüchtlingen hier eine schöne Wohnung geben und dann auch noch einen Therapeuten einmal die Woche. Im Übrigen, wenn Sie mal gucken, wie viele Wohnungen mittlerweile von den Städten und Gemeinden neu gebaut werden. Ich hatte hier einige Videos gemacht. Müssen Sie mal gucken in letzter Zeit. Schöner Wohnen für unsere Fachkräfte. Die leben teilweise in Neubauwohnungen. Mit schicken Einbauküchen, mit allem drum und dran. Wohnungen, für die die Einheimischen vielleicht 2000 Euro im Monat bezahlen müssen. Teilweise hier die letzte Bebauung in Hamburg. Das waren Reihenhäuser, nagelneue Reihenhäuser. Wo außen auch noch ganz groß dran stand, nicht für Deutsche. Gut. Und nun erklärt die, wir sollen diese Leute in schicke Wohnungen setzen mit Anschluss zum Arbeitsmarkt. Ja, welchen Anschluss denn? Das sind ja teilweise Analphabeten, die können ja gar nichts. Und dann noch einmal in der Woche zum Therapeuten gehen lassen, natürlich alles auf deutsche Steuerkosten, von ihren Steuergeldern. Wie abgehoben sind denn unsere Mainstream-Medien?
sind die denn überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu erkennen? Wir wollen mal hier, das ist meist immer sehr, sehr gut, mal zu den Kommentaren gehen. Kommentaren vom Volk. Da sagt dir einer, wie weltfremder wird es denn noch? Klar haben die alle einen an der Klatsche, dafür sorgte schon ihre Koranbildung ab dem zarten Alter von ca. 3 Jahren. Aber wir sind doch hier nicht das Therapiezentrum der Welt von Mohammedaner. Genau das ist der Punkt. Die Kultur ist eine ganz andere. Von klein auf. Es ist doch nicht unser Problem. Wer soll das bezahlen? Wo sind überhaupt die Therapeuten für so ein komplett hoffnungsloses Unterfangen? In Deutschland kassiert der, lesen Sie selber, darf ich nicht sagen. Und als Lösung bietet er an, was diese Art von Kriminalität reduziert, Abschiebung. Ja, natürlich, das ist der Punkt. Und spätestens dann, wenn die Situation, auf die sie sich berufen, in ihren Heimatländern zu Ende ist, dann geht es wieder zurück. Wir wollen die hier gar nicht integrieren. Wenn es überhaupt berechtigte Flüchtlinge hier gibt, dann nur so lange, bis sich die Situation in ihrem Heimatland geändert hat. Im Übrigen, nehmen wir mal an, jemand kommt aus Syrien, obwohl da gar kein Krieg mehr ist, dann geht er doch eigentlich zuerst zu seinen kulturell verwandten Nachbarn, die teilweise die gleiche Sprache haben, die gleiche Mentalität haben. Wieso kommt so jemand nach Deutschland? Wir wissen alle, wieso die nach Deutschland kommen. Wegen der Mäuse, pinke, pinke, das ist der Grund. Also ich bin nicht geneigt, überhaupt irgendjemanden als Flüchtling anzuerkennen, wenn er durch mehrere Länder marschiert ist, vor allen Dingen durch mehrere kulturell verwandte Länder. Da sind die Eigentlichen, die ihn aufnehmen. Zum Beispiel Saudi-Arabien. Die wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Warum nehmen die nicht ein paar Millionen Flüchtlinge auf? Das sind doch alles Moslems. Warum denn nicht? Dubai könnte das auch tun. Aber beide scheuen sich. Da kommen keine sogenannten Flüchtlinge rein. Weil sie Angst vor politischer Instabilität haben, vor Destabilisierung. Und wir als total kulturfremde Nationen lassen total kulturfremde Leute rein, wo klar ist, dass es immer zu Konflikten führen wird. Na gut, sehen wir uns noch ein, zwei Kommentare an, bevor wir das Video dann beenden. Ja, da sagt die Nächste hier, was denkt diese Journalistin? Wir haben gar nicht genügend Psychotherapeuten. Die Deutschen warten teilweise selber endlos lang mal, um einen Psychotherapeuten zu bekommen. Abgesehen davon, die sprechen Arabisch. Wie viel Arabisch sprechende Psychotherapeuten haben wir denn? Ja, schreibt ihr selber. Nächstes Problem, woher kommen die Psychotherapeuten, die Arabisch, Persisch und was weiß ich nicht sprechen? Denn die Sprachkenntnisse der Migranten werden selbst in 10 Jahren nicht für so ein Gespräch ausreichen. Ja, und nächstes Problem, das stimmt. Diese Menschen kommen aus Kulturkreisen, wo ein Gespräch über Gefühle und Gedanken rundheraus abgelehnt wird. Ja, so sieht's aus, liebe Freunde. Gut, und eben ja, das stimmt, immer das Gleiche, die Deutschen sind an allen schuldig, an allen. Aber gut, wir wollen uns nicht weiter aufregen, denken Sie mal drüber nach und vor allen Dingen denken Sie drüber nach, wen Sie bei der nächsten Wahl wählen. Zumindest solange es noch deutsche Parteien gibt. Gut.